Hat's Musik am 1. April, das ist kein Witz. Wir sind in Goldingen im Kanton St. Gallen. Für mich endet im Ricken. Und da im Restaurant Sonne geniessen wir viel Musik, unter anderem von einer Familienformation, die wunderschön singen kann. Oder jetzt am Anfang gerade mal mit einer Seltenheit in dieser Sendung, mit einer Schweizer Örgeli-Grossformation. Der Schweizer Örgeli-Freunde Rams Blue für den rassigen Einstieg in die Sendung hier in der Sonne zu Goldigen. Bei mir jetzt der Beat Ebersold. Du bist der Leiter von dieser Formation. Wie ist das so, eine Schweizer Örgeli-Grossformation leiten? Wie fühlt sich das als Leiter? Auf wen muss man da besonders gut schauen? Ja, sicher ein Zusammenspiel. Das ist ja eigentlich das, was wir miteinander Musiker, dass wir ein gutes Zusammenspiel haben und den Leuten Freude machen können.
Und da ist es noch eine Limite. Gibt's. Also wir können nicht etwa so mit 40, 50 Leuten kommen. Das ist schon ein bisschen schwierig. Also so eure Grösse, hast du das Gefühl, ist gerade optimal? Ja, jetzt sind wir etwa 16 Leute. Wenn alle da sind, immer sind wir 16. Das ist gerade optimal. Du tust selber auch komponieren. Über 400 Stück hast du schon geschrieben, auch das, was wir jetzt gerade gehört haben. Wie bist du auf die gekommen? Ja, es ist schon eine ältere Komposition. Und ich bin ja von Beruf her eigentlich Schreiner, obschon ich eine Musikschule hatte. Und darum ist es naheliegend, dass man mit Holz arbeitet, oder? Und darum ist es eben mit massivem Holz. Jetzt haben wir ja da viel massives Holz bei diesen Orgeln, die alle miteinander da sind. Wenn ich manchmal mit meinen Kolleginnen und Kollegen spiele, denke ich schon das dritte, das vierte schwierig, um jedes Tönchen zu hören. Und wenn jetzt du da etwas mehr massives Holz musst leiten musst, hast du wirklich alle im Griff und hörst immer jedes Tönchen, das da aus jedem Orgel und aus der Bassgeige rauskommt? Also ehrlich gesagt höre ich vielleicht nicht alle gerade. Ich höre schon zwischendurch raus. Ich kann aber nicht sagen, wer jetzt gerade unbedingt falsch gespielt hat. Oder nicht genau im Takt ist. Aber rausgehört ist schon, ja. Dann mag man etwa die Schleife. Also danke vielmals, dass ihr da gewesen seid. Euch kann man wieder hören. Zum Beispiel im Sommer, im Juni, in Erlinsbach, dort, wo sie herkommen, 850 Jahre wird gefeiert, wo ihr natürlich auch wieder mitspielt. Und wir hier bei Parts Musik machen jetzt weiter mit einer Formation, die nicht so viele Orgelknöpfe hat, aber viele Saiten. Sie heissen «Eingespannt» und haben rund 230 Saiten in vier Instrumenten, die sie jetzt zum Klingen bringen. Komponiert hat das Stückchen, das wir hören, einem von ihnen, David Ilsig, der Vertreter aus dem Wallis. Wir hören «Brez». Thank you.
Barbara Gisler, Emanuel Kucker, Lukas Biocher und David Ilsig. Emanuel, eingespannte Formation mit vielen Seiten, mit eigener Musik. Wie sind ihr entstanden? Das ist eine lustige Geschichte. Wir sind angefragt worden von der Stube am See, um miteinander zu spielen, respektive der David, dem Walliser Hackbrett. Und das war schon von Anfang an die Idee, um das quasi am Appenzeller Hackbrett gegenüberzustellen. Und dann haben wir dann aber nicht ein Battle machen gegeneinander, sondern wir haben lieber miteinander Musik gemacht. Ja, dort mal dabei sein und schon zulassen und staunen. Ich schaue natürlich beim Hackbrett naturgemäß besonders gut her. Für die, die jetzt nicht so freak sind wie wir drei da vorne. Was sind die Unterschiede vom Walliser Hackbrett, das hier steht, und dem Appenzeller Hackbrett? Der grösste Unterschied ist sicher die Klappe, die David auf seinem Instrument hat. Er kann hier aussuchen, welche Tonart er einstellen will. Also er muss sich entscheiden, nehme ich es Fis oder nehme ich es F. Beides geht nicht. Bereits haben wir gehört, eine Komposition von dir, David Ilsig, ist einfach wieder so ein neues Walliser-Wort, das man nicht versteht. Oder wie ist es zu dem Titel gekommen? Ja, das ist eine Ego-Kreation. Weil, wenn man so neue Sticker schreibt, dann braucht man irgendeinen gescheiten Namen, den nachher der Moderator ansagen kann. Und es ist ein fetziges Stück von mir. Und auf dem Brett. Und dann gibt es zusammen das Wort Bretz. Und es hat super getönt. Danke vielmals. Eingespannt, dass ihr da sind und so schöne, feine, wohlklingende Musik zu uns gebracht habt. Ja, Lärm macht krank. Oder 40 Dezibel sind genug. Mit so Slogan soll die Bevölkerung aufmerksam gemacht werden auf die steigenden Lärmemissionen, die uns alle betreffen. Und darum gibt es auch am 26. April den Sensibilisierungstag gegen den Lärm. Zum ersten Mal werden in diesem Jahr auch grosse Musikformationen einbezogen. Blasmusiken, Tamburen und Pfeifen. Es gibt auch in den Regionen so eine Formation, z.B. Gastaländer Blasmusikanten. Und wir wollen mit Paz Musik den Tag unterstützen und auch ein Zeichen setzen gegen unnötigen Lärm. Und darum ist heute jetzt das letzte Mal in dieser Sendung Gelegenheit, um schöne, aber halt schon kranke, laute Blasmusik zu geniessen. Eben mit den Gastaländer Blasmusikanten. We'll be right back.
ja, das ist schön. Aber halt doch auch ziemlich laut Auftritt von den Gastroländer Blasmusikanten. Es gibt aber auch feine Musik, wo wunderschön gespielt wird, in allen möglichen Stilrichtungen, zum Beispiel von der Madeleine Küng. Sie kommt aus der Appenzeller Musik und die SRF-Volksmusik-Moderatorin Arlette Wismar hat Madeleine besucht und geschaut, was sie denn sonst noch alles macht. Hallo zusammen, ich bin wieder unterwegs für SRF-Volksmusik. Heute bin ich im wunderschönen Luzern und treffe dort Madeleine Küng. Sie ist studierte und professionelle Kontrabassspielerin und nicht nur in der Volksmusik, sondern auch noch in der Klassik unterwegs. Ich bin Madeleine Küng und komme aus Stenig, das ist gerade neben der Appenzell, und ich bin mit der Volksmusik aufgewachsen, also mit dem Kontrabass. Mhm. Wie bist denn du zum Kontrabassspielen gekommen? Ja, ich bin in einer Grossfamilie aufgewachsen, also mit 7 Geschwistern. Und ich habe in der 1. Klasse habe ich mit dem Kontrabass angefangen und bin natürlich früh reingerutscht. Also sie waren ja dann schon unterwegs gewesen. Und dann habe ich am Anfang, schon in der Primarschule, habe ich schon dürfen, so einzelne Stückchen mitspielen. Ja, mir ist der Bass wirklich so als Herz gewachsen. Und dann habe ich gefunden, ich würde ihn studieren und einfach noch als Musikerin davon leben. Ja. Tust du vor allem einfach Konzerte spielen, im Orchester oder unterrichten? Ich unterrichte an einer Musikschule und der Rest bin ich freischaffende Musikerin. Cool ist ja, dass ein Kontrabass ist so ein vielseitiges Instrument ist und überall braucht es einen Bass. Also sei es im Volksmusikbereich, im klassischen Bereich oder auch im Jazzbereich, überall braucht es einen Bass. Und gibt es sonst noch Ähnlichkeiten oder Unterschiede, die du spannend findest zwischen Klassik und Volksmusik? Ja, der Unterschied von der Klassik und Volksmusik ist sicher ins Notenlesen. Weil im Klassikbereich da kommt man wirklich einfach die Noten über und man spielt alles ab den Noten. Mhm. Und im Volksmusikbereich da spielt man einfach viel auch auswendig. Mhm. Oder zum Beispiel an den Stubbeten spielt man schottisch in G-Dur. Und dann du hast vorher das Lied gar noch nicht mal gehört, sondern ja, einfach genau. Gerade mitmachen. Los geht's, dann noch mit einem Appenzellerschluss. Man geht auf die Bühne, spielt einfach und da konnte ich mitnehmen ins Klassikstudium. Ich hatte nie Hemmungen, ohne Not auf die Bühne zu gehen. Was erwartet uns heute Abend für ein Konzert? Heute Abend erwartet euch Aschenbrödel, der Film, im KKL zu Luzern mit dem 21st Orchestra. Also könnt ihr euch vorstellen, oben läuft der Film, eine riesige Leinwand und dann ist das Orchester. Das sind wir ungefähr, ich glaube, es sind etwa 80 Musiker und wir machen die Musik dazu. Gut, danke dir vielmals, Madeleine. Das war sehr spannend und ich kann es kaum erwarten, den Film zu sehen und dich auf der Bühne im KKL.
Markus Behler, Laurent Girard, Christian Insler und Madeleine Küng. Ganz viel gespielt auf dem Kontrabass. Melodie, danke. Mit vielen E hat das Stückchen geheißen. Was hat es mit dem auf sich, Madeleine? Ja, der Ruckhuseli hat drei E am Schluss, danke. Und da habe ich meinen Eltern gewidmet als Dankeschön. Das ist, weil das kleine Mädel durfte anfangen, da vielseitig Instrumentlehne spielen. Du hast es wirklich spielen, so wie man es nicht all gehört. Normalerweise ist ja im Kontrabass vielleicht, wenn man ein bisschen undankbar in der Ländlermusik, man hat all bäm, 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 bäm in den Hintergrund die Begleitung. Und jetzt bist du da plötzlich Solistin, die ganz hohe Töne spielt. Ist das Ziel jetzt, dass andere Bassistinnen und Bassisten in der Volksmusik auch anfangen, so Melodien zu spielen? Ja, wäre doch schön. Genau, aber ja, Kontrabass ist so ein vielseitiges Instrument. Und ich will wie den Bass von einer anderen Seite zeigen, dass man nebst dem Begleiter, dass es durchaus auch möglich ist, eine Melodie zu spielen und ja, wie beides kombinieren. Und jetzt auch vorher beim Ruckhuseli habe ich beides gemacht. Ich habe die Melodie gespielt und im Mittelteil bin ich dann in die Begleitung übergegangen. Hat wunderschön getönt. Danke vielmals, dass ihr die Musik mitgebracht habt. Und schön tönen tut es auch beim nächsten Lied. Bei einer Familie da spielt Musik und die Jodel schon seit Ewigkeiten eine Rolle. Miteinander, die zwei Söhne und die Eltern, an einem Jodlerfest einen Wettvortrag gemacht, haben sie aber erst letztes Jahr im Sommer in Andermatt am Zentralschweizerischen Jodlerfest. Die Familie Zanini, sie haben gerade von Anfang an Bestnoten abgeholt und den Vortrag von dort, selbe Lied, singen sie uns jetzt auch begleitet von Franz Rösli in Potz Musik. Das Licht in dir. Wenn früher am Morgen das erste Licht durch all die Wolken durchbricht, vergeht das dunkle Vaternacht, der Tag.
geht doch in euren Sinnen gerade auch ein Licht auf. Merci vielmals der Familie Zanini mit dem Raphael, dem Reto, der Erika, dem David und dem Franz Rösli, der am Akkordeon begleitet hat. Das Licht in dir, danke für das wunderschöne Lied. Wir kommen jetzt mit grossen Schritten im Finale von dieser Sendung entgegen. Zuerst aber noch zwei, drei administrative Hinweise. Für all die, die total entrüstet sind, dass wegen dem Lärm in Zukunft keine Blasmusik und Grossformationen mehr gibt in dieser Sendung. Der Tag gegen den Lärm, den gibt es wirklich am 26. April. Aber alles andere war ein Aprilscherz und ich freue mich, wenn Sie weiterhin bei uns in der Sendung Blasmusik geniessen. Die sind alle noch bei uns willkommen. Und auch Sie sind weiterhin willkommen bei uns in der Sendung, zum Beispiel in zwei Wochen, am 15. April, wenn wir mit Paz Musik Tour de Suisse machen und viele Musikantinnen und Musiker gehen besuchen. Jetzt noch die letzte Formation, auch die hat ein bisschen mit unserem Aprilscherz zu tun. Sie heißen nämlich Trio Dezibel, der Ueli Puderer, der Simon Zuberbühler und der Thomas Inauen aus Appenzell-Ussrode spielen uns zum Schluss jetzt noch Weissenberg Retour. Ich wünsche Ihnen einen schönen Abend und freue mich bis in zwei Wochen. Ade miteinander.